Ja, es gibt die zwei Beschlüsse, Personalbedarfsbemessung und Frühwarnsystem für Investitionskostensteigerung. Dazu möchte ich Sie fragen, welche organisatorischen Einheiten der Stadtverwaltung wurden mit der Umsetzung betraut? Wurde ein Umsetzungsplan erstellt und ein Fortschrittscontrolling installiert? Wann ist mit der Umsetzung dieser beiden Beschlüsse zu rechnen? Danke. Sehr geehrter Herr Bayer, vielen Dank für diese Frage, die ich auch gerne beantworte. Zunächst, welche organisatorischen Einheiten sind damit betraut worden? Die Personalbedarfsbemessung ist an das zentrale Projekt- und Prozessmanagement, dort an das Team Arbeitsorganisation verwiesen worden, und das Thema Frühwarnsystem wird bearbeitet vom Dezernat 2, konkret dem Fachdienst Finanzen, gemeinsam mit den Eigenbetrieben KIJ und KSJ. Die zweite Frage zum Umsetzungsplan und zum Fortschrittscontrolling, da zunächst mal grundsätzlich, dass wie bei allen anderen Beschlüssen auch für den Umsetzungsplan, auch hier gilt, dass die Beschlusskontrolle das Instrument ist, mit der man die Umsetzung und den Fortschritt der Bearbeitung beobachtet und monitort. Direkt nach der Stadtratssitzung wird jeweils der im Beschluss genannte Termin und die Zuständigkeit vermerkt und im System eingetragen und ploppt dann automatisch hoch, wenn wir an den Punkt gelangen. Im Rahmen der Beschlusskontrolle erfolgen dann Meldungen zur Umsetzung oder gegebenenfalls auch zu Verzögerungen in der Umsetzung von Beschlüssen oder Teilen der Beschlüssen. Konkret zur Personalbedarfsbemessung. Hier findet ein permanentes Monitoring der Bedarfe statt innerhalb der Verwaltung anhand von Nachweisen. Also wenn sich zum Beispiel Fallzahlen ändern oder Rechtsnormen ändern, wie jetzt in jüngster Vergangenheit gesehen, wenn wir eben in kurzer Zeit deutlich mehr Flüchtlinge zu betreuen haben, oder wenn es Gesetzesänderungen gibt wie im Bereich Wohngeld, dann beobachten wir das natürlich, und im Rahmen des permanenten Monitorings wird dann auch darauf reagiert. Damit kommen wir dem Ansatz, eine Personalbedarfsbemessung durchzuführen, glaube ich, nachhaltig nach. Und es dient auch innerhalb der Verwaltung einer fairen Berücksichtigung der verschiedenen Bereiche untereinander, dass eben nicht einfach nur Wünsche und Bedarfe angemeldet werden, sondern dass die auch miteinander in Ausgleich und Abwägung gebracht werden. Dritte Frage, wann ist mit einer Umsetzung dieser Beschlüsse zu rechnen? Da zunächst zur Frage der Personalbedarfsbemessung. Hier ist es bei der Übergabe der Beschlussvorlage vom Fachdienst Finanzen an das ZPPM zu einer erheblichen Verzögerung gekommen, die wir bedauern. Der Wunsch nach einem Nachweis von Personalbedarfen ist aber auch unabhängig von der Beschlussvorlage beim neu aufgestellten Team Arbeitsorganisation ein ganz zentraler Wunsch, und deswegen sind schon Maßnahmen eingeleitet worden für die Umsetzung. Das ist zunächst eine Sensibilisierung der Leitungskräfte in der gesamten Verwaltung und den Eigenbetrieben gewesen für das Thema internes Management, Fachdienst internes Management auch, für das Thema bedarfsgerechte Ressourcenverwaltung. Das ist passiert von März bis Juni diesen Jahres. Dann anschließend zweitens gibt es eine Überarbeitung des Prozesses zur Veränderung des Stellenplans, also das Antragsverfahren für neue Stellen innerhalb der Verwaltung. Damit wurde begonnen im August, und damit planen wir, fertig zu sein im Januar des kommenden Jahres. Drittens gibt es Angebote für die Leitungskräfte, für die Führungskräfte nach Qualifizierung auf in der Verwaltung angepasste Managementtechniken. Das Ganze soll in den beiden ersten Quartalen des kommenden Jahres geschehen. Und parallel dazu, jeweils Schritt für Schritt, sukzessive, soll ein Prozessmanagement etabliert werden, mit dem erstens die Prozesse für die Leistungserbringung identifiziert werden, mit der zweitens ein Optimierungsbedarf oder ein Anpassungsbedarf von Prozessen festgestellt werden kann, und mit dem drittens basierend auf Daten dann auch Personalbedarfe konkret abgeleitet werden können. Ebenfalls parallel und sukzessive zu dem vorhin beschriebenen wird dann an einem Aufbau von zeitgemäßen Dokumentationssystemen gearbeitet für die jeweils beteiligten Organisationseinheiten. Und weil das Thema so wichtig ist und eigentlich
etwas komplexer als für die Beantwortung einer kleinen Anfrage, wollen wir gern im ersten Quartal des kommenden Jahres eine Berichtsvorlage zu dem Thema vorlegen, damit das für die Stadträte auch im Detail etwas besser nachvollziehbar wird. Zum Frühwarnsystem, insbesondere bei den Eigenbetrieben KIJ und KSJ. Hier ist bei KIJ in Zusammenarbeit mit Dezernat 2 und aber auch mit KSJ ein Berichtsvordruck erarbeitet worden, der als zusätzliche Anlage befüllt in den Quartalsbericht schon zum zweiten Quartal 2022 eingegangen ist und in der 34. Sitzung des Werkausschusses von KIJ am 7. September auch vorgestellt wurde. Bei KSJ, ich bin gleich durch, ist seit dem zweiten Quartalsbericht 2022 eine Aufstellung zum Frühwarnsystem Investitionen regelmäßig Gegenstand des Quartalsberichts. Sowohl die Werkleitung als auch der Werkausschuss sind somit informiert zum Thema.